Hey Leute, die lustige Schlagzeile, die ich die letzten Tage gelesen habe, war die hier. Ja, die ist zwar schon vom 13.05., aber die ist mir erst die letzten Tage untergekommen. Die Autobahn sollte entnazifiziert werden, sagt die Berliner Zeitung. Und das geht natürlich nur mit dem Tempolimit. Alles klar. Hitler machte vor allen Männern mit der Autobahn ein emotionales Angebot, sich wieder stark und mächtig zu fühlen. Das ist natürlich Quatsch. Erstens hat nicht Hitler die Autobahn erfunden, sondern schon lange vor Hitler entstanden die ersten Planungen. Hitler hat sie dann natürlich gut vermarktet und den Bau forciert. Wenn ihr Interesse an dem Thema habt, dann schaut euch meine beiden Videos zu den Soda-Brücken an. Ich verlinke sie unten in der Beschreibung. Dort habe ich noch ein bisschen was über die Entstehung der Autobahn erklärt. Laut ADAC sind Autobahnen die sichersten Straßen Deutschlands. Mit Abstand die sichersten Straßen. Die Wirkung auf Verkehrssicherheit, Klimaschutz und was noch alles als Argument für ein Tempolimit genutzt wird, sind außerdem noch unklar. Auch wenn ich vor kurzem einen Unfall hatte, bei dem mir einer mit sicherlich 300 km/h auf einer Strecke, auf der 120 erlaubt waren, aufgefahren ist, bin ich trotzdem gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich fahre meistens so ca. 110 bis 130 und wem das zu schnell ist, der kann doch ohne weiteres langsamer fahren und sich zum Beispiel mit 80 hinter einen LKW hängen. So wird er auch keine Behinderung und wird in der rechten Spur auch nicht von Rasern bedrängt. Das ist doch auch nur ein sehr geringer Prozentsatz von schnell fahrenden Autos unterwegs. Wenn ich dann doch mal mit 170 unterwegs bin, ist selten einer schneller und nur sehr selten viel schneller. Die meisten halten sich doch so zwischen 130 bis 150. Wie mein Auffahrunfall auch zeigt, halten sich ja so oder so nie alle an die Beschränkung. Auch gibt es doch zumindest hier zwischen Leipzig, Dresden und Berlin kaum Strecken, auf denen man vom derzeitigen Tempolimit mal abgesehen schneller als 130 fahren kann. Ob ich nur an Baustellen oder an der allgemeinen Verkehrsdichte liegt, brauchen wir jetzt nicht weiter zu diskutieren. Aber egal, das könnte man eventuell mal in einem Extra-Video ausdiskutieren, aber in diesem Video soll es erstmal wieder um Cash gehen. Viel Spaß beim Gucken. So, hi Leute. Hab heute bloß eine kleine Cash-Runde gemacht, hatte mir ein Multi rausgesucht. Der nennt sich Behalte den Überblick. Und dann war ich bloß noch einkaufen gewesen. Also heute nicht viel unternommen. Was ich eigentlich schon lange wissen will, weiß jemand, was Nemi Nemetz heißt? Das schmieren die jetzt überall an alle möglichen Wände und was weiß ich. Davon abgesehen, an Wände schmieren oder sowas, weißt du, haben wir als Kinder eigentlich nie gemacht. Nemi Nemet schreiben die jetzt überall. Alle Mülltonnen, überall ist das hingesprüht bei uns. Ich komme nie so raus, krieg nie so raus, was das bedeuten sollte. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal gegoogelt und geguckt. Da hat er mich auf Nemesis verwiesen, die griechische Rachegöttin. Ja, Enemy Nemesis. Nemi könnte genauso Enemy heißen. Nemetz, oder manchmal auch schreiben sie durch Nemes. Keine Ahnung, ob das irgendwas ist, womit die uns Deutsche beleidigen wollen oder sowas. Dagegen klingt das doch viel freundlicher. Nemetz heißt ja auf Russisch Nemetzki Jasek, heißt deutsche Sprache zum Beispiel. Oder verstehst du Nemetz, also verstehst du Deutsch, ich weiß jetzt nicht, wie der Rest auf Russisch heißt. Dann gibt es einen Rapper, der auch so ähnlich irgendwie heißt mit Nemesis und Enemy, aber
Wir sind doch damals Uni rumgezogen und haben ABBA und Rolling Stones überall an die Wände geschrieben oder sowas. Oder Marianne Rosenberg. Ja, keine Ahnung. Wer was weiß, kann ja mal was in die Kommentare schreiben. Zum Cash hatte mir rausgesucht, der nannte sich Behalte den Überblick. Hier hat man 6 oder 7 Bilder gehabt. Soll es an den Startpunkt gehen und dann von dem ersten Foto, das ist das erste Foto sozusagen, suchen. Und dann gehst du zum nächsten Foto, wenn du das siehst im Umkreis irgendwo, gehst du zum nächsten und dann zum nächsten, bis du dann schließlich am letzten rausgekommen bist. Dann gab es noch eine Frage, wie viele Schrauben das in den Verkehrszeichen angeschraubt war und wie viele Tischtennisplatten auf dem Spielplatz standen und andere Stelle am Spielplatz, wie viele Bänke standen da. Musste man so 3 Fragen ausstellen und die Zahlen dann in die Gleichung eintragen. Und da hast du dann die Koordinaten gekriegt. Ein bisschen blöd rumgeguckt, weil ich auch mit dem Hinweis nicht anfangen konnte, aber hab's dann ziemlich schnell noch gefunden. So, ich glaube, ich hab's geschafft, das hier hinzugehen. 188 Meter. Ja, ohne Stift macht sich das immer ein bisschen blöd, wenn man die Notizfunktion am Handy nehmen muss und dann immer vor- und zurückschalten muss, um die Zahlen einzugeben. Dann habe ich mich auch noch blöd angestellt und nur gefunden, wo ich einen Wegpunkt festlegen kann. Jetzt haben wir es aber drinnen. Jetzt sollten es hier noch 15 Meter sein, 10 Meter. Mal sehen, ob ich richtig liege hier. Das könnte sein, hier ist getrampelt. Überall war es stromlos, steht da, stromlos. Und dass das Ding an einem Wegrand liegt und kein Privatgelände betreten werden muss. Also rein theoretisch liege ich ja hier in Wörgestilf. Aber hier ist nichts, wo man sagen könnte, da gibt es jetzt stromlos. Den Schaltkasten, keine Ahnung. Haben gefunden, der hat sie ein bisschen in die Stirn. Ja, das war ganz okay. Hier auf dem Weg, wo die eigentliche Dose versteckt ist, kommt kaum jemand vorbei. Es kommt gerade von vorne Kinderwagen noch. Und
Durch das Wohngebiet wurde ein Spielplatz zu schlendern und sich mal 5 Minuten hinzusetzen. Das geht auch noch, da ist man nicht auf der Präsentierliste. Und die Anwohner gucken noch nicht so blöde. Ja, das war's wieder mal ganz kurz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.